Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Isi und in diesem Video habe ich wieder neue Beauty News für euch. Unter anderem mit P. Louise. Es gibt auch neue Sachen von Essence, unter anderem eine neue LE. Ich habe News von Natasha Denona, Dolce Gabbana mal, Tarte, Urban Decay, Maybelline, eine Disney LE. Charlotte Tilbury, Colourpop und Fenty sind auch dabei und auch viele, viele mehr. Und wenn du da Lust drauf hast, dann bleib einfach dran. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Ich muss mich direkt mal schon entschuldigen, obwohl noch gar nichts passiert ist. Aber es kann sein, dass in dem Video der Ton ein bisschen komisch ist, weil draußen ist ein irrsinniger Sturm. Also wenn es mal irgendwie... Wenn du mal so hörst, das ist von draußen, okay, sorry, dagegen kann ich nichts machen. Ja, neue Beauty News, ich bin gespannt, wie lang dieses Video wird. Ich glaube, es wird gar nicht so lang, weil ich habe gar nicht so viel, aber ich habe ein bisschen was sehr Spannendes. Und ich fange an mit einer neuen Kollektion von P. Louise. Und was ich an dieser Kollektion besonders cool finde, ist eben die Idee, 2022 hinter sich zu lassen. Denn das ist die Blend Away 2022 Kollektion. Es geht eben darum, im Jahr 2023 anzukommen und 2022. Naja, jedenfalls gibt es in dieser Kollektion eine riesige, riesige Lidschattenpalette mit 50 Farben, wobei sich da einige davon sehr ähnlich sehen, finde ich. Es ist auch eine relativ nudige, blushige Palette, würde ich sagen. Sie geht irgendwie von Herbstfarben zu Frühlingsfarben. Und ja, also mir ist sie 10.000 Mal zu groß, aber ich weiß, ganz viele stehen da auch drauf. Jedenfalls, genau, gibt es diese Palette und in den Pfännchen ist dann auch immer so eine 2023 eingeprägt. Und dann gibt es noch ganz viele Pflegeprodukte, die quasi dir 2022 aus dem Gesicht wischen sollen. Was ich gut finde. da gibt es einmal diesen Repair Foam. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es eben ein pflegender Schaum ist fürs Gesicht. Ich kann leider nicht so gut lesen, was hier unten immer drin, drunter steht, weil das sehr, ja, das ist irgendwie sehr verpixelt auf diesen Bildern. Aber es ist irgendein Pflegeprodukt. Dann gibt es den Melt Away 2022 Cleansing Balm. Ein Make-up-Entferner-Balm, ne? Finde ich sehr, sehr süß. Also das finde ich, die Idee von dieser Kollektion finde ich einfach cool. Es gibt noch einen Schaum und das ist, glaube ich, eine Nachtpflege. Die heißt Shake Off 2022. Es ist auch irgendwie in der, vielleicht ist es auch einfach ein Cleanser, ein Schaumcleanser. Genau, und dann ist das hier die Nachtcreme. Die heißt Badass Babes Crew No Bad Days. Ja, ich glaube, das ist eine Nachtpflege. Und dann gibt es noch so Pickle Patches, also so Patch Up Your Past, Meet Your Patch. Meet Your Patch. Genau, das sind diese kleinen Aufkleber, die man sich aufklebt auf die Pickel, die dann weggehen. Mit Salicylsäure ist das vermutlich. Ja, diese Kollektion wird es geben. Dann noch eine neue Kollektion von Chantecaille. Das ist die Frühlingskollektion. Das, finde ich, sieht man der auch an. Die ist sehr, sehr frühlingshaft. Und die Chantecaille-Sachen, die sind ja immer mit so, oder oft mit so Fotos auf der Verpackung selbst. Also auf dem Produkt selbst. Und da gibt es dieses Lidschatten-Quad. Merkt euch, wir werden viele Quads in diesem Video sehen, weil so teure Luxusfirmen irgendwie untereinander beschlossen haben, dass die immer Quad-Lidschatten rausbringen. Also ich finde das sehr auffällig einfach. Die Luxusfirmen haben immer diese Quads. Naja, jedenfalls ist Quad ist relativ, ja, es ist sehr zart, sagen wir es mal so. Es gibt ein sehr gelbes Gold, ein Rosé und zwei Brauntöne. Nicht sehr aufregend. Außerdem gibt es zwei Blushes in dieser Kollektion. Da sind auch wieder so Blüten auf dem Blush selber, also auf der Verpackung und in den Blush reingepresst. In den Blush reingepresst. ich finde, es sieht sehr hübsch auf dem Bild aus. Ich würde es mir nie kaufen, weil das kannst du echt in der Drogerie kaufen. Aber sieht hübsch aus, oder? Es ist einmal so ein dunkleres Rosa und ein helleres Rosa. Und das hellere Rosa ist halt in einer anderen Verpackung auch. Und außerdem gibt es diese, heißen die Lip Veil oder so, diese Lippenstifte von Chantecaille, die, glaube ich, sehr
transparent sind. Auch in so frühlingshaften Verpackungen und Farben. Die sind alle vier rosa. Die sind alle vier rosa. Eine stärkeres rosa, ein blasseres rosa, rosa. Und ja, sind Blüten auf den Lippenstiften drauf. Das finde ich, sieht halt sehr hübsch aus, ne? Es gibt nicht vier, es gibt drei. Kann ich zählen. Dann bin ich schon bei einer Essence News. Und zwar kommt in das neue Sortiments-Update auch eine Foundation. Die habe ich, von der wusste ich vorher nichts. Die nennt sich Keep Me Covered Long Lasting Foundation. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, dass die auch nach Deutschland kommt, aber ich denke schon. Und die ist für 16 Stunden Halt, mittlere bis hohe Deckkraft, soll nahtlos sich mit der Haut verblenden und wird es in 15 Farben geben. Und passend dazu wird auch ein Concealer kommen. Der heißt auch Keep Me Covered Concealer. Ich glaube, der soll auch 16 Stunden halten, die gleichen Eigenschaften haben, ist halt ein Concealer, aber ich glaube nicht, dass es den auch in 15 Farben gibt. Dann bin ich bei meinem Natasha Denona Sneak Peek und ich werde das Bild hier nur verschwommen einblenden, weil das anscheinend ein sehr geheimes Bild ist und ich habe Angst, dass ich verklagt werde. Aber ja, die Gerüchte sagen, es kommt eine neue Natasha Denona Face Palette. So eine wie diese Glam Face Paletten, ne? Mit dem Blush, also Blush, Highlighter und den Lidschattenfarben. Und zwar in Farben, also in, das kommt zu Valentinstag. Die Palette selbst wird rosa sein und die Farben da drin sind auch rosa. Also von der Optik her sieht die genauso aus oder fast genauso wie die Mini Love Palette. Allerdings sind vier matte Lidschatten und nur ein schimmernder Lidschatten da drin. Und eben ein rosanes Blush und ein güldener Highlighter. Oh, da bin ich gespannt auf eure Meinung. Ich mag diese Palette total gern, weil ich das einfach, ich weiß auch nicht, ich finde die ansprechend. Das ist so ein schönes Ding, wenn auch immer voller Fingerabdrücke. Aber dieses rosa Detail spricht mich persönlich nicht so an, aber ich bin gespannt, was ihr mir dazu schreibt. Und dann habe ich zwei sehr interessante Produkte von L'Oréal, die auf der CES vorgestellt haben, glaube ich, so eine Elektronikmesse. Und zwar, ja, Elektronikmesse, Make-up, pass auf. Das eine ist im Prinzip ein Gimbal für einen Lippenstift. Also es ist eine Stabilisierungshilfe für Menschen, die einfach ja, Probleme mit der Koordination haben, die das nicht so gerade halten können oder so gut halten können. Eine Stabilisierungshilfe, dass den Lippenstift dann, dass du den dann gut sicher führen kannst. Das finde ich sehr spannend. Also ich finde es abgefahren. Ich hätte es gern für einen Eyeliner, ehrlich gesagt. Lippenstift kriege ich hin, Eyeliner. Dafür hätte ich gern sowas. Aber finde ich richtig cool, dass in diese Richtung auch geforscht wird. Und dann haben sie noch ein Produkt rausgebracht und das finde ich sehr kurios. Und zwar ist es ein Augenbrauendrucker. Ja. Du siehst dieses Gerät hier, da hast du, das verbindest du, glaube ich, mit einer App und da kannst du dann angeben, welche Form und welche Farbe oder so deine Augenbrauen haben sollen. Und dann nimmst du das und fährst da so über die Haut und es wird dann so drauf gedruckt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du zu schnell bist oder zu langsam. Keine Ahnung, das musst du wahrscheinlich in einer fließenden Bewegung machen oder so, aber das würde ich gerne mal ausprobieren. Ich würde es mir nicht kaufen, glaube ich. Außer es ist mega cool, aber ich bin sehr skeptisch. Aber ich finde die Idee sehr ja, witzig irgendwie. Also stell dir vor, man kann sie auch so ein Bad machen. Ja, finde ich witzig. Ja, dann habe ich eine Mini-News von Dior für Lunar New Year. Da haben wir auch noch ein paar Kollektionen in dem Video. Kommt ein Lippenstift-Set mit 5 Lippenstiften, ja, in diesen rötlichen Tönen, wobei da ist auch ein so ein Peachy Nudiger dabei. Und die kann man wohl auch einzeln kaufen mit einer Sonderverpackung. Ich weiß allerdings nicht, ob die Farben neue Farben sind oder ob das einfach die Farben aus dem Sortiment sind. Keine Ahnung. Dann sind wir bei Tarte und Tarte bringt auch ein neues Produkt auf den Markt. Und zwar ein, wie heißt du? Glowing Lip and Cheek Watercolor. Genau, also es ist ein Lippen-Wangen-Produkt, das eigentlich aussieht wie ein Lipgloss, so von der Verpackung her. Und da gibt es auch ein Schwämmchen dazu, ein spezielles, mit dem du das auf den Wangen dann verblenden kannst.
Ich glaube, das kannst du mit den meisten Produkten, die du für die Lippen benutzen kannst, die kannst du auch für die Wangen benutzen. Das, naja, gut, aber das hier ist speziell dafür gedacht und soll wohl so einen Watercolor-Effekt haben, also relativ transparent irgendwie. Ja, gibt es in drei Farben, in einem nudigen Rosa, einem Peach und einem helleren nudigen Rosa. Dann habe ich noch eine Mini-News und zwar von Sephora. Da kommt jetzt gerade immer mehr von dem Eigenmarkensortiment, wird bekannt gegeben. Und da kommen auch neue Blushes und Highlighter. Und ich fand die auf dem Bild zusammen einfach sehr ansprechend. Deswegen wollte ich sie zeigen. Ich finde das Pressing auf dem Highlighter besonders schön, weil das halt so Wasserwellen irgendwie darstellt. Ansonsten ist jetzt nichts super Spannendes, aber ich wollte es halt mal zeigen. Und dann sind wir bei Urban Decay und ich muss sagen, als ich da die Bilder das erste Mal gesehen habe, da dachte ich, hä, ist das Pat McGrath schon wieder? Nein, es ist Urban Decay mit Robin Eisenberg. Bringen die jetzt noch eine Kollektion raus und zwar auch eine Lunar New Year Kollektion. Und eigentlich sind es nur zwei Produkte, aber das ist ganz, ganz süß gemacht. Das ist Robin Eisenberg hat wieder diese Illustration beigesteuert mit diesem Mädel mit dem Hasen. Weil es ist hier Jahr des Hasen. Und ja, das Lidschattenquad ist very boring. Also, es ist ein sehr, sehr new Standard-Lidschattenquad. Lidschattenquads, ich sag's euch. ja, genau. Mit drei braunen Tönen und einem Gold, würde ich sagen. Nicht sehr spannend. Außerdem gibt es auch das All-Nighter Setting Spray mit dieser Illustration, mit dem Mädel drauf. Ja, das finde ich ganz süß. Wenn es mich jetzt auch nicht umhaut. Nur am Rande. Ich mag Lidschattenquarz sehr gerne. Ich finde das Prinzip super. Ich finde es nur auffällig, dass das so ein. Ja, das ist im Moment sehr im Kommen anscheinend. Naja, dann habe ich noch ein Produkt online entdeckt und habe es dann lustigerweise auch im DM entdeckt. Und zwar von Maybelline ein neues Augenbrauengel, das Tattoo Brow. Das heißt Tattoo Brow Styling Gel. Ja, und. Das soll 36 Stunden lang die Augenbrauen halten. Ich habe es tatsächlich auch gerade drin. Also hier, ich habe die vorletztdunkelste Farbe, keine Ahnung. Ich teste das gerade für euch aus. Ich kann sagen, es hält tatsächlich sehr, sehr gut, aber für 36 Stunden werde ich nie rausfinden, ob es so lange hält, weil vorher mache ich das ab. Aber ja, da komme ich in einem anderen Video dazu. Das ist auf jeden Fall neu und gibt es in vier Farben und gibt es schon in einem Sonderaufsteller im DM. Dann hat Trixie Cosmetics auch eine neue Kollektion rausgebracht, die heißt Nighttime Realness. Ich kenne bisher nur zwei Produkte in dieser Kollektion, aber die ja, sind sehr blau. Sehr blau. Also es gibt ein paar Lashes und es gibt diese Lidschattenpalette, die komplett aus Blau- und grauen Tönen besteht. Sehr unterschiedliche Blautöne, also wirklich so Türkis, aber eben auch so ein Babyblau und so ein Mitternachtsblau, schimmernde und matte Töne, auch eben graue Töne. Ich denke, es ist eine Palette, wo man schon Mut braucht. Es ist jetzt keine Standardpalette, aber ich finde es ganz cool. Und ja, genau, eben die Lashes dazu, die sehr, sehr wow-wow-boom sind. Und dann bin ich bei der Essence LE und die finde ich leider recht enttäuschend. Diese LE heißt, oder Trend Edition, heißt Fake It Till You Make It und es ist eine Aufklebenägel-LE. Naja, das finde ich nicht so spannend, da werde ich tatsächlich auch kein Video dazu machen. Ja, es sind halt Aufklebenägel. Ich weiß gar nicht, sind die so beliebt? Wer von euch benutzt Aufklebenägel? Hände hoch. Also, das ist keine Verurteilung. Ich meine, jeder wie er will. Nur ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der diese Nägel benutzt. Ich kenne das noch von früher, aber das ist doch so unangenehm, dieses Gefühl. Also als Kind habe ich sowas mal benutzt, aber naja. Es gibt auf jeden Fall ein jonglierendes Set, ein rosa glitzerndes, eins mit so bunten Linien drauf, eins mit in Rosé mit weißen Linien drauf und dann noch eins mit so einem Glitterverlauf von Nude zu Glitzer, würde ich sagen. Oder von Rosé zu Glitzer. Ja, finde ich leider nicht so spannend. Dann sind wir bei der Disney LE und die ist von Benefit. Und das sind im Prinzip alles Produkte, die es von Benefit schon gibt, nur mit Disney-Figuren drauf gedruckt. Da haben wir einmal den Professional Primer, der ist ja recht bekannt, mit,
Schneewittchen drauf gedruckt und das Professional Setting Spray mit der bösen Königin drauf gedruckt. Ist alles so im Pop-Art-Style, also das finde ich ganz cool, aber ja. Es sind halt leider keine speziellen Produkte, sondern nur Produkte, die es schon gibt. Genau wie der Dandelion Blush, das ist so ein hellrosa Blush. Da ist eine Prinzessin drauf gedruckt und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, welche das ist. Ist das Aurora? Erkennst du sie? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es ist eine Blondine, aber ich bin nicht sicher. Ja, und bei dem Precisely My Brow Pencil wird es auch eine Edition geben und da ist dann so eine ganz kleine Maleficent, glaube ich, drauf gedruckt. Die sieht man aber kaum. Also, siehst du sie auf dem Bild? Sie ist da. Sie ist sehr klein. Ja, und es wird auch einen Spiegel geben. Also das Ganze kommt eventuell in diesem Set mit der Tasche, da bin ich aber nicht ganz sicher, aber siehst du den Spiegel, der da liegt, beziehungsweise da, der dieses Tweed-Muster hat? Das ist ein Spiegel. Hier siehst du nochmal ein anderes Bild. Also es könnte sein, dass das so ein Komplett-Set ist. So, dann sind wir nochmal bei Lunar New Year. Und zwar von Beautylish gibt es ja jedes Jahr einen Lunar New Year Pinsel und den haben sie jetzt auch vorgestellt. Und das ist immer der gleiche Pinsel. Es ist immer der gleiche Pinsel, der hat immer diese Form. Aber jetzt sieht man eben die Illustration. Dieses Jahr ist es natürlich ein Häschen, beziehungsweise es sind sogar zwei Häschen, die so miteinander kuscheln. Das ist sehr süß. Sehr süß. Irgendwann hole ich mir vielleicht so einen Pinsel, aber ich bin kein Hase. Ich bin ein Hund. Ja, und dann sind wir bei Adept Cosmetics, die auch eine neue Palette rausbringen, die mich auch wieder sehr anspricht. Also diese Minka-Palette muss ich haben und die muss ich vielleicht auch haben. Es ist noch nicht, ich weiß nicht genau, wie die heißt, ehrlich gesagt. Aber sie ist grün. Also die äußere Verpackung ist grün und von innen ist auch sehr viel grün und ein bisschen blau und ein himbeerfarbener Ton. Aber es sind wieder mehrere Multichromes, ja, super flippende Farben, sehr, sehr, sehr schön. Richtiges Schmankerl, würde ich sagen. Und die Swatches sehen echt Hammer aus. Ja, auch von außen finde ich sie sehr schön. Rundum wunderschöne Palette. Dann habe ich noch ein Sneak Peek auf ein neues Produkt von Charlotte Tilbury. Und zwar die Matte Beauty Blush Wands. Von Charlotte Tilbury gibt es ja die die Beauty Wand Highlighter und auch die Beauty Wand Contouring Wands. Und das sind jetzt Blush Wands. Matte Blushes in flüssiger Form in diesem Stiftchen mit dem Schwamm. Finde ich cool. Allerdings bisher gibt es nur drei Farben. Zwei recht nudige und wieder ein peachiges. Also ich würde sagen Nude, Rosa und Peach. Und ja, ich bin gespannt auf die Reviews. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und in ähnlichen Farben bringt auch Elf eine Farberweiterung von ihren Lip-Leckern raus. Und zwar wird es die in so einem, ja, sehr saftigen Mango-Peach-Ton geben. In einem dunklen Rot, in einem sehr, sehr hellen Rosé und in einem bräunlichen Mauve-Dunkel. Ist nur eine Farberweiterung. Apropos Farberweiterung bei Lippensachen, das macht auch Colourpop. Ihre Luxe Lipsticks wird es auch in neuen Farben geben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche von denen alle neu sind. Und es sind sehr viele Farben, deswegen werde ich sie nicht einzeln durchgehen. Aber es gibt zum Beispiel einen schwarzen. Gab es das vorher auch schon, schwarzen? Mehrere Brauntöne, mehrere Nude-Töne, mehrere Rottöne. Ein ganzes Sortiment eben. Und noch mehr rote Lippenstifte und noch mehr Lunar New Year, und zwar von Fenty. Die bringen auch eine Lunar New Year Kollektion raus, und zwar von diesem Lippenstift, den man austauschen kann, also den man wieder befüllen kann. Da kommt jetzt eine rote Verpackung, den haben wir jetzt schon in Silber, in Schwarz, in Blau und jetzt kommt er noch in Rot. Und drei neue rote Farben, und zwar ein sehr dunkles Rot, ein sehr helles Rot und ein klassisches Rot. Dann bin ich bei Dolce Gabbana und guess what? Lidschattenquartz. Ich sage dir, diese Luxusmarken, die bringen immer Lidschattenquartz. Und ja, von Dolce Gabbana wird es auch neue Quartz geben, die diesen Leoparden-Look haben. Das ist doch Leopard, oder? Die mit den, wo das so außen rum ist, ich glaube, das ist Leopard. Naja, jedenfalls gibt es da ein
lila-rosane Squat, die sind alle sehr Standard. Es gibt ein Standard-grau-kühles Squat, ein Standard-neutral-helles Squat, neutral-dunkles Squat und noch ein roséiges Standard-Quad. Dann habe ich nochmal eine Mini-Lunar-New-Year-News, und zwar von Dyson wird es die zwei beliebten Föhne, den Supersonic und den Airwrap. Jetzt ist mir echt der Name nicht eingefallen. Airwrap. Wird es in Rot geben, in Lunar New Year Rot. Also würde ihn jetzt deshalb nicht neu kaufen, aber wenn ich jetzt gerade einen kaufen wollen würde, würde ich ihn in diesem Rot nehmen, glaube ich. Das finde ich sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch News von Tom Ford. Das ist eine Ergänzung zu letzter Woche. Da habe ich euch ja die zwei neuen Parfums gezeigt: Electric Cherry und Cherry Smoke. Und dazu kommt jetzt auch Make-up. Und zwar eine Lidschattenpalette, die Cherry Smoke Palette, die in diesem, ja, Weinrot-Thema daherkommt, würde ich sagen. Es ist ein Quad. Natürlich. Ja, passt. Also Cherry Smoke passt. Der Name passt zu dieser Palette, würde ich behaupten. Und es wird auch zwei Lippenstifte geben, die, glaube ich, unterschiedliche Texturen haben. Ich glaube, der eine ist ein matter und der andere ist eher so ein glossiger, schierer Lippenstift. Der matte ist dunkelrot, also dieses Weinrot, Cherry Smoke, und das andere ist Electric Cherry, würde ich behaupten, und zwar in diesem hellen, leuchtenden Rot. Und dann habe ich noch eine letzte Mini-News, und das ist nur eine Vorankündigung, aber ich bin schon gespannt. Und zwar von Nomad Cosmetics kommt eine neue Destination-Palette, die diesmal irgendwie scheinbar auch wieder irgendwas Gruseliges hat. Also die hatten ja schon mal die Haunted Europe-Palette, die so ein Wackelbildcover hatte, was sehr, sehr cool war. Das war sehr, sehr cool. Und jetzt kommt eine neue Palette, wo es dieses Bild als Sneak Peek gibt, das sehr Halloweenig aussieht, ne, mit diesem Skeletttypen und der Gruseltante, aber ich habe, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, zu welcher Destination. Da können wir jetzt dann wieder alle mitraten, wenn ihr Lust habt. Okay, das waren die Beauty News für diese Woche. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare, was dich am meisten interessiert. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du hier neu bist und es dir super gut gefallen hat und du keine Beauty News mehr verpassen willst. Und hab einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao.